Wiederholung ist der beste Lehrmeister, meine Lieben. Drum wollen wir uns heute mal wieder mit dem Mond befassen. Die Wahrheit über den Mond. Nun ist es ja so, dass der Mensch, der Durchschnittsmensch, ist ja ein Gewohnheitstier geworden. Er wundert sich über gar nichts mehr. Philosophen oder wer philosophisch denkt und weiter nachdenkt, der wundert sich aufs Neue. Das wollen wir ja auch mit dem Buch des Lichts bewirken und mit diesen Vorträgen, dass man sich aufs Neue wundert. Denn der Mensch, zunächst einmal sieht er die Sonne und den Mond und den Himmel und alles ist ihm völlig fremd und er staunt irgendwie noch, das kleine Kind noch, ja, oh, guck mal. Aber dann nimmt die Gewohnheit überhand sozusagen, man hat sich zu befassen mit den täglichen Problemen, das ist ja klar und verständlich, und man nimmt alles um sich herum so, gerade mal so wahr, dass man überlebt. Nicht wahr? Und das ist eben die schlimme Entwicklung im Menschen. Wir wollen den Menschen wieder aufmerksam machen mit dem Buch des Lichts auf die, wenn auch vergänglichen, Wunder, die uns umgeben. Und Wunder per se gibt's natürlich nicht. Aber wenn man, sagen wir mal, zum ersten Mal so etwas bewusst sieht, dann kommt in einem nachdenklichen Menschen, der über den Tellerrand hinausschaut, natürlich schon die Frage, was das ist. Dafür haben wir dann die Wissenschaft. Diese lieben Wissenschaftler würden sich viel Steuergelder, unsere Steuergelder sparen und Leids ersparen und verwirrte Thesen, wenn sie hier zuhören würden. Ja? Denn wir lehren vom Buch des Lichts, der Mond ist älter als die Erde. Ja, der Mond ist die Mutter der Erde. Wenn man das zunächst so hört und jemand hört das zum ersten Mal, da müssen wir ein bisschen warten, bis der Lachanfall vorüber ist vom Zuhörer. Also wenn es solche Zuhörer gibt, dann warte ich jetzt mal einen Augenblick, bis das Gelächter verklungen ist. So, also dann wollen wir uns mal mit der Sache befassen. Und meine Lieben vom Buch des Lichts, wir müssen ja in der Lage sein, selbst wenn wir mal mit einem Wissenschaftler reden oder auch nur mit jemandem, der sich noch gar nicht damit befasst hat, müssen wir in der Lage sein, wenn er uns denn eine Frage stellt in dieser Beziehung, dass wir auch sachlich und ganz konkret antworten können. Was ist denn das, der Mond? Oder ein Kind fragt die Eltern, was ist der Mond? Die Hauptantwort ist dann, frag nicht so dumm, sondern mach deine Schulaufgaben. So, wir geben uns damit nicht mehr ab, sondern wir gehen da tief rein in diese Sache und wollen mal sehen, was der Mond eigentlich ist. Wir wissen, dass die Kette unserer Erde sterben wird am Ende der siebten Runde, ja? Und dann wiedergeboren nach einer Ruheperiode, die genauso lang ist wie die Aktivitätsperiode, also es ist ein interplanetarisches Pralaya von 4.320.000.000 Jahren. Ja, so kann man sich das vorstellen. Also, jetzt schauen wir uns mal diesen Prozess an. Wenn die Erdkette am Ende der siebten Runde sterben wird, dann wird sie zum Mond, dann wird dieser Planet, auf dem wir jetzt sind, wird zum Mond der neuen Kette. Ja? Der Mond nach Buch des Lichts Lehre ist also der Rest vom Globus D der Mondkette. Ja? Und wir bezeichnen das also als dann die Globen der Mondkette. So. Heute ist der Mond ein sterbender Planet oder ein, wie soll ich sagen, ja, ein verwesender Planet. Und die verwesende, negative Karma-Ausstrahlung des Mondes wird nachts sichtbar, vor allem bei Vollmond, wenn diese Schwingung uns voll erfasst, wenn das Sonnenlicht da reflektiert wird und auf die Erde fällt. Ja, deshalb ist ja auch bei Vollmond ist die Kriminalitätsrate am höchsten. So, der Mond aber war einmal so lebendig, kann man sagen, wie die Erde. Also da war Leben auf dem Mond, nur eben vielleicht eine
Stufe zurück und etwas astraler als jetzt. Und auf diesem Mond, auf dieser Kette, das war vor vielen Milliarden Jahren, da war also Leben. Und die Lebenswogen, die Monaden, die haben ja siebenmal sind die auf den Globen der Mondkette sozusagen gewandert, haben Erfahrung gesammelt, vom höchsten bis zum tiefsten wieder hoch. Und dann starb der Mond, so wie alles andere sterben muss, aber es stirbt eben nur die Hülle, nicht der Kern. Der Kern ist die Monade. So, völlige Auflösung. Irgendwann wird der Mond auch völlig aufgelöst sein, in Äther verschwunden, nicht mehr sichtbar. Dann kommt die Periode der Inaktivität, Pralaya. Manvantara war die Periode der Aktivität. Pralaya, 4 Milliarden 320 Millionen Jahre. Und dann kommt aus, in einem neuen Laya-Zentrum, kann man sagen, vitalisiert sich die neue Kette. Und das sind also ein großes Laya-Zentrum, aber man kann auch sagen sieben kleinere, denn die Globen müssen sich ja aus dem Laya-Punkt heraus manifestieren. Man kann sagen, das hat wieder wie ein Samen in die Materie, in die Erde geworfen wird und sich von innen nach außen als Pflanze entwickelt. So entwickeln sich auch die Samen der Monaden auf der entsprechenden manifestierten Kette von innen nach außen. Und so entstehen die Formen. Das ist der Ursprung der Formen. Das haben wir auch in dem Vortrag gehört über den Ursprung der Formen und Arten. Und dann werden diese Globen, man muss das mal so sehen, mein Lieben, die Globen werden später von den Lebenswogen wieder erweckt. Ja? Aber eine gewisse Neubildung ist da und dann kommen die Lebenswogen, die Monaden aus Pralaya raus und beleben wieder die Globen oder man kann sagen, besetzen wieder die Wohnungen oder ziehen wieder ein in die Wohnungen, nicht wahr, die neu gebaut wurden, für sie jetzt dem neuen Bewusstseinszustand entsprechend. Und wir haben ja im Buch des Lichts diese schematische Darstellung, da sehen wir genau die Kette links und die Kette rechts, wie sich dann von Globus zu Globus praktisch ein neuer Globus bildet und dann die Lebenswogen eintreten. Wir haben dann links also die Kette des Mondes, welche, sagen wir mal, im Sterben ist. Und dann haben wir rechts eine noch nicht manifestierte Globenkette, die künftige Erdkette. So war das dann damals, ja? Kann ich jetzt sagen, vor etwas über 2 Milliarden Jahren. Und wir sehen auch in diesen Abbildungen, dass eine Verdunklung der Globen stattfindet, also von oben nach unten, weil ja eine Verdichtung da ist, eine Vergröberung, kann man sagen, von Substanz, beziehungsweise eigentlich vom Bewusstsein. Es gibt per se keine Materie, wir haben das immer wieder betont im Buch des Lichts, es gibt nur Bewusstseinszustände, die wir als Materie erleben oder definieren oder beschreiben. Und dann geht das eben vom ätherischen Zustand runter in den physischen und wieder hoch in den ätherischen. Und wenn es wieder hoch in den ätherischen geht, dann ist man in diesem ätherischen Zustand bewusster seiner Göttlichkeit, wenn man so will, als in dem Zustand, in dem ätherischen, der begann. Ja, so muss man das sehen. Und wir sind natürlich jetzt, sagen wir mal, im Globus D, das wissen wir, und haben das Schlimmste sozusagen überwunden. Wir sind bereits auf dem Weg nach oben, zurück zur Verfeinerung. Und so kann man auch verstehen, und da ergibt es ja eins das andere wie ein Puzzle, meine Lieben, wie ein Puzzle, das eben vor der physischen Evolution eine feinstoffliche war. Und das will die Trotzige, wollen wir mal sagen, wie ein kleiner Junge stampfen sie mit dem Fuß auf, die Wissenschaftler wollen das nicht wahrhaben. Ja, dass das also eine feinstofflichere Entwicklung, Evolution gibt vor der jetzigen und wir treiben wieder, nein, wollen wir sagen, wir entwickeln uns wieder hin auf die feinstoffliche, so ist das nun mal. Ja, und so macht es auch Sinn. Und wenn es Sinn macht, dann wird es von mir akzeptiert und vielleicht auch von anderen. Für mich macht das Ganze Sinn, deshalb das Buch des Lichts.
Jetzt schauen wir mal. Die neue Kette der Erde, nachdem der Mond starb, ja, vor vielen Milliarden Jahren, so. Und wie dann die neue Erdkette entstand, vor etwa 2 Milliarden Jahren, die war natürlich etwas feinstofflicher als die alte Mondkette. Das muss man sagen, meine Lieben. Feinstofflicher in gewisser Weise, ja? Jetzt schauen wir uns mal die Entwicklung an. Der Vergleich zur Mondkette oder zum damaligen Mond, zum belebten Mond im Vergleich zur heutigen Erde. Ja? Und da kann man sagen, dass die Erde eine etwas ätherischere, feinstofflichere Entwicklung hat als der Mond. Man kann sagen, die Erde ist eine feinstofflichere Struktur als ihre Mutter, als die Mondkette. Wir haben hier wieder das Gesetz der Wiederholung, ist ganz einfach in der Natur, ist bei jedem Atom, bei jedem Menschen, bei jedem Lebewesen immer das Gleiche. Ja? Das wird natürlich, ja, woher wird das verursacht, meine Lieben? Das ist der innere Drang in jeder Monade, die eigentlich ihrer Göttlichkeit sich bewusst werden will. Und da werde ich noch einen extra Vortrag halten, dass eigentlich die Monade in Wirklichkeit, jede Wesenheit, will die Abwesenheit des Verlangens, will Verlangenslosigkeit. Das klingt jetzt widersprüchlich, weil wir alle in Verlangenszustände sind, aber da werde ich darauf dann noch zu sprechen kommen. Also innerhalb der Monade ist der Drang, zur Quelle zurückzukehren, die sie verlassen hat, feinstofflich, dann ist sie gefallen in die Materie und jetzt will sie wieder zurück. Das ist eigentlich der Drang in jeder Monade. Und das geschieht auch deshalb, ja? Und natürlich spielt das Gesetz von Karma und Reinkarnation da, sagen wir mal, stark mit. Der Mond von jetzt, kann man sagen, ist eine, könnte ich das nennen, ein Restbestand, ein astraler Restbestand, ein toter Astralkörper, eine Leiche, ein Korpus. Und natürlich hat er Kräfte, Überreste von abnehmenden Lebenskräften, die er auf die Erde sendet, vor allen Dingen bei Vollmond und so weiter. Und das beeinflusst unseren Planeten sehr stark. Nicht nur, was die Menschen anbelangt, sondern viele andere Phänomene. Ja? Die Gezeiten zum Beispiel, dann Empfängnis, Schwangerschaft, Zyklen der Krankheiten. Das hat alles zu tun mit Mondphasen. Ja? Das ist kein esoterischer Quatsch, sondern der Mond hat auch Einfluss auf das Pflanzenwachstum und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist nun mal das Karma des Mondes, dass er als, wenn man so will, sterbende Mutter immer wieder seinen Kindern folgt. Aber wenn wir auf der 7. Runde in dieser Erdkette sind, wird er sich völlig aufgelöst haben. Nicht wahr? Und jetzt ist das was ganz Wichtiges zu wissen, meine Lieben. Wir sagen, der Mond hat negative Einflüsse, hat er nicht immer, er hat auch positive Einflüsse auf uns. Ja? Aber die Sache ist die, und was viele Theosophen nicht verstehen, die den Mond als böse sehen und so weiter. Die Mutter will bis zum Schluss ihre ganze Lebensenergie dem Kind geben. Das heißt, der Erdkette. Und wenn sie das gemacht hat, diese Restenergie, wenn die Erde das aufgenommen hat und dann damit die Kräfte umwandeln kann, ja, das war ja ganz wichtig auch bei der Entwicklung der Kette, bei Ab- und Aufstieg, dann hat die Mutter ihre Aufgabe erfüllt und kann sterben. Das heißt, diese Hülle kann sterben, denn die Hauptmonade des Mondes ist ja jetzt in der Erde, das darf man nicht vergessen. Die hat ja übergewechselt, das ist Jehova, der Engel der Erde, mit seinen Scharen. Ja? Warum haben Merkur und Venus keine Monde mehr? Wer weiß das? Wer weiß das? Weil sie viel weiter fortgeschritten sind als die Erde. Da findet nicht mehr eine Mutter-Tochter-Verhältnis wie bei uns statt. Ja. Das kann man nur verstehen, wenn man eben das Buch des Lichts studiert.